Es war ein wunderschöner Morgen auf dem Bauernhof und die Sonne strahlte Freude aus. Modische und Sportliche hatten einen fantastischen Plan für diesen Tag. Modische, meine Schwester! Sportliche, meine Schwester! Sind wir bereit? Sind wir bereit? Wir sind bereit! Hey Mädels, was ist los? Für was seid ihr bereit? Oh, hallo Wolf, was gibt's? Nicht viel. Ein langweiliger Tag. Alle sind irgendwo und machen irgendwas, außer mir. Ich mache nichts. Sagt mir, für was seid ihr bereit? Nun, wir dachten, wir könnten einen Mädchentag machen an diesem wunderschönen Tag. Ja, wir hatten lange keinen Mädchentag mehr. Aber wenn dir langweilig ist? Ja, wenn du alleine bist. Du kannst mit uns kommen. Kann er doch, oder Schwester? Natürlich kann er, aber nur, wenn er bei unserem Vorhaben mitmacht. Warte kurz. Euer Plan ist der Mädchentag? Ja, wir haben einen super Zeitplan. Dann komme ich nicht. Was? Warum sollte ich Mädchensachen machen? Ich bin ein Junge. Naja, Wolf, du bist derjenige, der sagte, ihm sei langweilig. Ich langweile mich lieber, als Mädchensachen zu machen. Wie du willst. Wartet! Geht jetzt nicht! Was, wenn ihr euren Mädelstag an einem anderen Tag machen würdet? Unmöglich! Wir haben die ganze Woche geplant! Kommt schon! Macht diesen langweiligen Kram ein anderes Mal! Langweilig! Wenn du nicht mitkommen willst, dann komm nicht mit, Wolf! Als Modische und Sportliche auf dem Weg waren, war Wolf wieder allein. Aber er war darüber nicht glücklich. Macht doch, was ihr wollt! Ich werde euch den Plan verderben! Hey, wann haben wir dieses Spiel zuletzt gespielt? Gut, dass du daran gedacht hast. Was machen die da? Bist du bereit? Bin bereit. Autsch! Du kannst mich nicht schlagen. Wolf, was machst du hier? Was macht ihr Mädels eigentlich? Wir spielen Sumo-Ringer. Unser Lieblingsspiel. Wenn du Zeit mit uns verbringen willst, das Angebot steht noch, Wolf. Lasst mich in Ruhe. Ich bin ein Mann. Wir werden in einer Stunde auf dem Feld sein. Komm, wenn du willst. Sportliche und Modische beendeten ihr Spiel und machten sich auf den Weg zum Feld. Aber natürlich folgte der Wolf ihnen aus der Ferne. Er war darauf bedacht, herauszufinden, was sie tun würden, damit er ihre Pläne ruinieren konnte. Ich warte seit einer halben Stunde, aber sie machen nichts. Sportliche ist noch nicht einmal aufgetaucht. Wolf, was machst du hier? Mami! Die Vogelscheuche! Wolf! Modische, lauf! Die Vogelscheuche lebt, lauf! Worüber lacht ihr? Das ist keine Vogelscheuche, das ist Sportliche! Was?
Wir wollten der Krähe eigentlich einen Scherz spielen, aber du bist in unsere Falle getappt. Das habt ihr gemacht! Das habt ihr gemacht! Das ist eigentlich ziemlich lustig. Das dachten wir uns auch. Ihr habt so viel Spaß. Klar. Als ihr Mädelstag sagtet. Ja. Ich weiß nicht, es erschien mir langweilig. Wir kochen auch, Wolf. Und spielen Spiele. Wir stricken auch. Wir machen Witze. Okay, ich hab's verstanden. Also, darf ich mitmachen? Ich weiß nicht. Kommt schon, Mädels. Nehmt mich mit. Bitte, bitte. Vielleicht können wir was kochen. Das kann ich auch. Besorgt mir ein paar Eier. Ich werde euch ein Omelett machen, nachdem ihr euch die Finger lecken werdet. Vielleicht spielen wir mit Schminke. Eigentlich bräuchte ich eine Rasur. Was, wenn wir stricken? Mein Schal ist zerrissen. Ich werde einen neuen stricken. Was meinst du, Modische? Okay, du kannst mitmachen. Wolf, Sportliche und Modische hatten einen großartigen Tag. Zuerst spielten sie der Kuh einen Streich. Den sie zuvor nicht machen konnten. Sie malten Bilder, redeten, machten eine Kissenburg und zuletzt strickten sie. Als sie hungrig wurden, machte der Wolf ihnen ein köstliches Omelett. Umdrehen und gerade, Wolf! Hä? Was passiert hier? Komm jetzt, schließ deine Augen. Die Gurken sind fertig. Ei, das ist ein schönes Gefühl. Oh, das fühlt sich gut an. Mädels! Ja, Wolf? Danke, dass ich mitmachen durfte. Es war uns ein Vergnügen. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Also, wann ist der nächste Mädelstag? Ha 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 ha